man soll nicht immer das Schlimmste denken. Ich will meine Ruhe und meinen Frieden haben, nichts weiter. Das geht Ihnen doch auch so. Ich dulde kein Benzin in meinem Dachboden. Ein für alle Mal. Ich dulde es nicht. Wir müssen eine Gemeinschaft sein, die für ihre Werte einsteht. Jedes Land hat das Recht, sich und seine Kultur und Lebensweise im Falle eines Angriffs von außen zu verteidigen. Wir brauchen eine Übereinkunft, was wir sind und wie wir leben wollen. Aber darüber herrscht in Deutschland ein Rede- und Denkverbot. Wir leben in Zeiten totalitärer Humanität. Ein Streichhölzchen genügt und unser Haus steht in Flammen. Was hast du davon? Wenn ich aber jetzt hinaufgehe und sie einlade, dann sind wir eben Freunde.